Halle, wir sind hier in einer ganz tollen Kulisse und ich habe Frau Prochnow neben mir, Leiterin der Stadtwerke Kommunikation. Frau Prochnow, wo sind wir und was machen wir? Wir sind hier in dem Felsengarten vom Kunstverein Talstraße e.V. in der Talstraße in Halle und es scheint die Sonne, es ist wunderschön und wir sind hier zum Picknick der Stadtwerke Halle. Picknick, warum denn ein Picknick? Ja, die Stadtwerke Halle veranstalten seit 2016 einen Stadtwerketag. Wir waren schon in der Moritzburg, im Opernhaus, wir haben schon Konzerte auf dem Marktplatz gemacht. Ja, aber dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Wir haben in diesem Jahr Corona, wir müssen Abstand halten, wir müssen schauen, was können wir überhaupt unter den Bedingungen machen. Und ich freue mich total, dass die Kolleginnen aus meinem Team Marketing die Idee hatten, wir machen ein Picknick im Kunstverein Talstraße, hier in diesem wunderschönen Felsengarten und da sind wir heute. Ja, das ist dieses Jahr unser Stadtwerketag. Okay, vielen Dank. Wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit. Du bleibst mit der Kamera drauf. Wir können ein bisschen filmen und ich werde mal schauen, ob ich jemanden interviewen kann. Also ganz tolle Location hier, wo wir uns befinden. Mittwochs bis sonntags ist der Kunstverein hier auch geöffnet. So. Jetzt habe ich jemanden gefunden, glaube ich. Hier sitzt eine ganz sympathische Gruppe. Hallo. Wie geht's euch? Was macht ihr hier und wie gefällt's euch? Uns geht's sehr gut, weil wir jetzt gerade ganz viele leckere Sachen schon gegessen haben. Uns gefällt's hier auch sehr gut. Voll schön. Also wir wussten, dass es hier irgendwie diese Talstraße und die Ausstellung gibt. Aber dass hier hinter noch so ein toller Garten ist, das wussten wir nicht. Und ganz doll schön hier. Und wie seid ihr denn auf die Aktion SWH Picknick gekommen? Ich habe das bei Facebook gesehen und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, habe ein paar Tage später die Zusage bekommen, habe mich dann ganz doll gefreut und habe dann meine Freundin gefragt und jetzt haben wir uns die Kids geschnappt und sind hergekommen. Cool. Und apropos Kids, wie schmeckt's denn? Gut. Richtig lecker. Gibt's irgendwas, was dir ganz besonders gut schmeckt hier aus dieser ganzen Auswahl an Speisen und Getränken? Käsespangen und Nutella. Oh, zusammen, cool, das probiere ich auch gleich. Also das war's für den Moment. Toll hier, kommt selbst mal vorbei und ansonsten genießt das Wochenende. Tschüss.